Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer Folge der Road to Leader auf meinem Kanal. Heute darf ich herzlich begrüßen zu meinen Squad Battle Rewards. Ja, so ein Video gab es in dieser Form noch nicht auf meinem Kanal, denn ich habe eigentlich bis jetzt auch keine Squad Battles gezockt. Aber für die ersten Icon Swaps, also noch aus dem letzten Season Pass, musste ich halt ein bisschen Squad Battles zocken. Von daher habe ich gedacht, wir machen daraus ein kleines Video und das kommt jetzt heute auf meinem Kanal. Gold 1 bin ich gekommen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es da für Packs gibt. Okay, die sehen so mäßig aus, aber das heißt ja auch lange nicht, dass man hier nichts draus ziehen kann. Freunde, falls ihr es noch nicht wisst, aktuell läuft immer noch das Weihnachtsgewinnspiel auf meinem Kanal. Dafür müsst ihr die Roomtour angucken und da wird alles weitere erklärt. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 5.01.2020, 23:59 Uhr. Von daher habt ihr noch ein bisschen Zeit, da noch ein paar Kommentare zu schreiben. Wie gesagt, das Video wird jetzt in der Infocard verlinkt sein. Und in dem Sinne, Freunde, starten wir rein mit dem ersten Pack. Wir starten, denke ich mal, mit dem Pack einfach, mit dem Premium-Goldspieler-Pack. Mal gucken, vielleicht können wir hier was Gutes draus ziehen. Wir natürlich schön aus den Squad Battles Rewards, womit man eigentlich so gar nicht rechnet. Aber nein, im ersten Pack ist es nicht mal ein Board. Und wir ziehen Jonathan Vieira. Leider nicht den Vieira, den ich gerne hätte. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist es eigentlich nicht, aber was rede ich mir hier eigentlich ein? Aber es ist okay. Gut, dann gehen wir über zum Prime gemischte Spielerset. Freunde, wie gesagt, drei Packs hier nur. Auf ganz entspannt heute ein kleines Video am Montag. Ich hoffe, ihr enjoyt es trotzdem. Würde mich freuen, wenn ihr bei der Gelegenheit ein Like auf dem Video da lassen würdet oder einen Kommentar oder wie auch immer. Während ihr mir zuseht, wie ich hier irgendwelche Scheiß-Packs öffne. Ganz ehrlich, die Packs sind zu nichts zu gebrauchen. Ich sehe gerade, ich bin erst bei 2 Minuten 26 Aufnahmezeit. Das heißt, es ist heute ein sehr kurzes Video. Von daher gehen wir rein ins letzte Pack, Freunde. Ich hoffe, hier vielleicht nochmal was Gutes draus zu ziehen. Ja, Freunde, wir haben Walkout und das ist ein... Das ist doch ein... Sprachen lernen. Egal, wir ziehen der Legende, eine absolute Legende. Wir ziehen Headliner, heißen die, glaube ich, ne? Hinteregger. Guck mal, der 85er Hinteregger. Die Karte sieht auf jeden Fall stabil aus. Ich weiß zwar nicht, was da oben mit der Karte abgeht, aber egal, Freunde, ein Walkout aus solchen Packs. Damit rechnet man auf keinen Fall, würde ich sagen. Gut, dahinter ist dann auch nichts Großartiges mehr. Aber seine 30k ist er wert. Die Karte sieht ganz stabil aus, würde ich sagen. Und es ist auf jeden Fall eine Frankfurter Legende. Das Bild ist auch sehr sexy. Und ich sehe gerade, die Karten sollen so aussehen. Von daher, hey, immerhin, Headliner 85er aus so einem Pack nehme ich gerne mit. Auch noch tradable den ganzen Scheiß. Von daher, beschweren kann ich mich hier eigentlich nicht. Wir nehmen alles mit zum Verein. Ich würde sagen, damit bin ich auf jeden Fall fein. Das ist in Ordnung, Freunde. Und in dem Sinne soll es für das heutige Video auch schon wieder gewesen sein. Von daher, Freunde, würde mich freuen, wenn ihr ein Like auf dieses Video da lassen würdet. Und in dem Sinne, wieder schauen, reingehauen, haut rein, ciao.